Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit Arezu. Ich bin Arezu. Und wir müssen eine Schleichmission erfüllen hier. Dann tun wir das doch mal. Erst einmal muss ich mir wieder einen Überblick verschaffen. Wir sind in einer neuen Session, deswegen habe ich nicht alles im Kopf. Wir haben 7 Gegner. Dort sind 3. Da, der kommt bei mir, sind 2, 4... Nur damit ich es richtig verstehe. Du bleibst da, wo du bist, und wir sehen uns in ein paar Höhlen um. Super. Wie kam ich jetzt auf 4? Okay, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Der dort macht mir ein bisschen Sorgen. Wird der hier unten? Aber ihn ausschalten kann ich wegen dem nicht so gut. Ich denke, wir schleichen heute mal ein bisschen in den Rohren rum. Okay, die Frage ist, kommen wir hier gut runter? Ja, kommen wir. Okay, das war nicht der Plan, aber das ist gut. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht schreien. Alles wird gut. Und so. Habt ihr die Stundenzettel? Oh, hier geht's auch lang. Ich bin sicher, heute Morgen waren wir mehr. Ihr habt den Bosch gehört. So, hier werden wir mal ein bisschen explosiv passieren. So, und wenn jemand dort vorbeiläuft an der Wand, dann können wir mit Trümmern erschlagen. Hat einer einen Plan? Halt's Maul und du weiter. Batman, kannst du mich hören? Zeig dich! Ich kann dich hören, aber ich will nicht. Ah! Er bewegt sich nicht. Er könnte von überall. Hilfe! Deswegen nicht den Detektivmodus einfach ausschalten. Hilfe! Hilfe! Irgendwie wollen die mich nicht aus den Augen verlieren. Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Ja, benutze Wasserspeier und den Detektivmodus, um das Gelände vor dem Angriff zu sondieren. Ja, das gilt auch für den Rückzug. Okay, noch einmal. Hat niemand gehört, das ist gut. Diese Höhle wird Batmans Grab. Das ist aber keine schöne Aussicht. Okay. Ah, Moment mal. Den hier können wir ohne Probleme schnappen, ne? Guckt irgendjemand gerade her? Nö. Wenn ihr ihn nicht daran hindert, in den Kontrollraum zu gelangen, werde ich euch persönlich an Heidis Pflanzen verfüttern. Oh, das meine ich so. Ich habe gehört, sie waren lange auf einer Insektendiät. Okay, der geht auch weg. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt rein. Und rück. Das haben wir. Sehr gut. So, und schnell rein. Und jetzt können wir uns in den Röhren bewegen ohne Probleme. Hier haben wir wieder eine Wand, die war... Ich weiß, du kannst mich hören. Oh, ich doch will, nicht. Dass du diese Typen verletzt. Sie doch. Bedeuten mir nichts. Ja, aber ich will die doch gar nicht verletzen. Ich bin doch der Gute. Joker hat niemals von Höhlen geredet, als er mich aus Blackgate befreit hat. Okay, das hier machen wir mal leise auf. So. Nur für den Fall, dass wir hier schnell lang müssen. Dieser Ort macht verrückte Geräusche. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind die Verrückten. Und Batman. Okay, hier machen wir auch auf für den Fall der Fälle. Sehr schön. Oh, oh, nicht so schön. Hilfe, 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 Hilfe. Alles gut. Wo muss ich lang? Hier oben kann ich lang. Okay, alle sind dort hinten. Vielleicht steht sogar jemand direkt vor der Mauer. Wenn ich jetzt noch wüsste. Ach, da. Okay, wenn da jemand lang geht, dann kann ich es krachen lassen.
Die beiden lassen wir jetzt friedlich vorbeilaufen. Ich will, dass Gotham in einer Flutwelle zerstörerischen Matsches ausgelöscht wird. Ich hab zu viel verlangt. Ja, ist es. Ich werde das nicht zulassen. Da müssen sie nur lang. Hier an der Wand vorbei. Dann ist alles gut. Ich finde dich. Hast du gehört? Zu viel. Das heißt, einer... Nee, zwei sind noch übrig. Ja, klar. Okay. Aber zwei sind komplett hilflos. Die geben sich gegenseitig Deckung. Wie gemein. Habt ihr ihn nicht gefunden? Warum macht ihr nicht weiter? Er ist da unten. Ich weiß, dass ihr... Den kriegen wir, oder? Also los! Und schnapp! Hey, geh von mir runter! Und da wurde ich, glaube ich, gesehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, offenbar nicht. Okay, alles gut. Nur noch 5 Leute übrig. Ist natürlich toll, sowas gerade direkt wieder zu spielen, spielen zu müssen, wenn man reingekommen ist und noch überhaupt nicht wirklich wach ist. Und nee, Moment, das bringt überhaupt nichts gerade. Ich bin sicher, es kam von da drüben. So, wenn sie jetzt hier ein bisschen weiter untersuchen, dann kommen sie dort auch vorbei und dann kann ich das sprengen. Komm schon, wo bist du? Gleich. Vielleicht will auch keiner. Warum machen die nicht, was ich will? Okay, Moment. Da unten ist einer ganz alleine. Den können wir uns ja schnell schnappen. So, ganz, ganz ruhig wieder. Danke sehr. Und wir verkriechen uns. Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Ihr habt den Bosch gehört! Was haben wir dort eigentlich? Moment mal kurz. Oh, oh. Und hier liegt auch noch einer! Dort ist ein Zweierpaar, hier ist ein Zweierpaar. Achso, das, was ich hier orange an der Seite aufleuchten sehen habe. Au! Nicht gut. Gar nicht gut. Er ist verschwunden! So. Oh, da hinten haben wir eine Riddler-Trophäe. Gut zu wissen. Und ja, lass los. So. Au, warum drehen die sich dauernd um? Au. Ich könnte natürlich auch fragen, warum spiele ich so schlecht? Du würdest länger durchhalten. Ja. Isoliere schwache Patienten und schalte sie der Reihe nach lautlos aus, ohne gesehen zu werden. Das klingt irgendwie nicht wie eine gute Behandlungsmethode. So, hier läuft direkt einer gleich vorbei. Den schnappen wir uns als erstes. So. Aua. Und jetzt habe ich ein Problem. Hallo. Er ist verschwunden! Oh Gott! Wir haben ihn, er ist erledigt! Ja, das war nicht ich wirklich das, was ich geplant hatte. ja, okay. Wir machen jetzt kein Ausschalten mehr, ohne uns genau darüber klar zu sein, wer wo ist, okay? Also, wir machen es genau so, wie man es machen sollte. Dort hinten sind 3, hier sind 2, die geben sich gegenseitig Deckung, aber nicht mehr lange. Der da scheint nämlich weggehen zu wollen, er geht doch nicht weg, okay. Wir können hier mal hochgehen. Wenn der da hinten wegguckt, wenn ihr ihn nicht daran hindert, in den Kontrollraum zu gelangen, werde ich euch persönlich an Heidis Pflanzen verbrennen.
Da hätte ich beinahe den hier wieder übersehen. Ich wollte den hier übers Geländer ziehen. Okay, gehen wir doch woanders hin. Der geht runter. Das Problem beim Runtergehen ist immer der da hinten. Okay, aber wenn wir hier einfach rumgehen und um die Ecke rumschleichen. Ja, dann klappt hier mal wieder überhaupt nichts. Oh, hopp. Er ist da oben über uns. Okay, sie wissen immer noch, wo ich bin. Dann verkriechen wir uns jetzt hier. Also, der Plan war da, er hat noch nicht geklappt. Ich hätte den mit dem Battering einfach vorher stunnen sollen, dann hätte das ohne Probleme geklappt wieder. So, wir breiten wieder die Falle hier vor. Warum macht ihr nicht weiter? Er ist da unten. Ich weiß das, ihr wisst das. Hört doch los! So, hier machen wir ganz leise auf. Und sie sehen mich. Hilfe, Hilfe. Okay, alles gut. Hier folgen sie mir zum Glück nicht. Da wäre es jetzt natürlich schön, wenn sie einfach mal alle geschlossen da lang gehen würden. Aber ich glaube nicht, dass sie mir den Gefallen tun werden. Aber immerhin stehen sie dort alle schön rum schon mal. Da werden bestimmt ein paar zumindest lang gehen. Ja, sehr gut. Na gut, nur einer, aber okay. Ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Okay, den sind wir los. Haben wir nur noch 5. Er ist ohnmächtig. Hat einer einen Plan? Wir müssen ihn finden oder wir sind die nächsten. Ich habe einen Plan. Multi-Battling. So. Er hat einen von euch ausgeschaltet. Und nur noch 2. Gerade auf eine nette Art und Weise. Ja, stimmt. Nett war es wirklich nicht. Und die beiden da hinten wollen sich scheinbar nicht wegbewegen. Ah, doch, okay. Und. Okay, der will sich nicht wegbewegen. Dann können wir den hier ohne Probleme schnappen. Und jetzt bewegt er sich weg. Oh Gott, oh Gott. Ich hab ihn verloren. Warum konnte ich den da jetzt nicht wegziehen? Kann man den die Batclaw einfach nicht benutzen von hier oben? Benutzt war eben Gewalt. Oh, da hinten haben wir auf jeden Fall wieder was Interessantes. Da haben wir nämlich ein Stück der Geschichte des Geistes von Arkham. Ja, toll. Toll gemacht. Und das scannen wir. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Ja, der Mörder von Frau und Kind von Amadeus Arkham, der in der im letzten Chronikteil eingesammelt wurde. Wir hören uns das ja sowieso nochmal an, wenn wir alles haben. Dort hinten ist die Trophäe, die ich noch einsammeln wollte. Und so. Der hält gerade auf.
Meine Gesundheit füllt sich nicht vollständig. Ich weiß nicht warum. Also warum nicht? So. Das haben wir. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir in den Pumpenraum kommen. Also wo wir die Pumpe finden. Der Pumpenraum könnte das hier schon sein. Wir sind hier. Ja, okay. Also muss ich hier irgendwo was zum Deaktivieren finden. Die Frage ist, wo? Ah, wahrscheinlich da. Ja. Ups, nein. Jetzt hört er. Na gut, dann machen wir ein bisschen Buttonmashing. So. Kann man auch nicht abbrechen. Ist auch ganz toll. Besonders wenn die Leute einen eben gerade entdeckt haben, wie vorhin. Oh, das hier wäre eine schöne Ausschaltart gewesen. Einfach den Boden unter den Füßen wegziehen. Das hier sieht doch aus, als würde hier irgendwo ein Tonband rumliegen, oder? Nee, mach's nicht. Okay, dann entschärfen wir hier einfach nur. Die 4, danke sehr. Und... Oh, da war's schon. Also das erste. Von 3. Und Nummer 2. Na, das kriegen wir auch noch geknackt. Sehr schön. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufspüren. Melde dich, wenn du was brauchst. Wir schauen mal kurz nach, was wir hier für Riddler-Herausforderungen haben. Ist ein Rätsel vielleicht? Nee. Okay, alles gut. Neues Primärziel. Verhindere, dass Poison Ivy die Insel zerstört. Okay. Upgrade. Panzer-Upgrade V3. Die von Raintech entwickelte ultrastabile Mikroplattenverstärkung befindet sich zwischen der Außenpanzerung und dem Unteranzug. Holen wir. So. Jetzt haben wir hier 3 zusätzliche Balken. Ah ja. Und den haben wir blocken. Erledigt. Ich sollte die Spielzeuge viel öfter benutzen. Also sowas eben wie den Batarang. Generell, ich kämpfe viel zu viel direkt. Eben auch beim bei den Schleichmissionen. Na. Riddler-Herausforderung abgeschlossen. 20 Joker-Zähne zerstört. Ich weiß, du bist da unten, Bats, und ruinierst meine Pläne. Bleib, wo du bist! Ich schicke einen Missfall ins Beweis nach unten. Ich hoffe, er verletzt dich nicht zu stark. Oh Gott. Wir bekommen Gegner. Hier gibt's keinen Ausweg. Und das klingt gut. Aber wahrscheinlich sind es nur Titan-Leute. Ja. Oh. Oh. Was sollte denn das werden? Oh, oh, Gegner. Lass uns das beenden. Immer schön dran denken zu blocken, aua. Au! Komm schon! Aua! Hilfe! Ich bin eingesperrt! Oha! Verdammt, warum weiche ich so schlecht aus? Warum spiele ich generell so schlecht? Ich meine, okay, ich weiß, woran es liegt. Ich habe schon vorher nicht richtig gut gespielt. Und dann jetzt eben noch Pause gehabt, ein paar Wochen. Weil ich ja nicht zu großen Vorlauf haben wollte. Freakshow Rodeo Errungenschaft freigeschaltet. Schön. Wie
lange kann ich den eigentlich... Okay. Irgendwann hört's auf. Aua. Dann denkst du blocken. Und dann denken wir auszureichen. Das hat zumindest geklappt jetzt. Au. Ganz ruhig. Na, wirft er jetzt was? Er wirft was. Los, Spurte her. So. Ich frage mich, ob die extra Schaden nehmen, wenn sie gegen die Barriere rennen. Na los, kommt alle her. Na los, kommt. Ist doch euer Verbündeter. Helft ihm doch. Ui, drei auf einmal. Und jetzt will er nicht mehr. Halt still, wäre dich dann. Ich mach dich kaputt. Aua. Oh! Dass das noch geklappt hat. Aua. Aua. Au. Verdammt! Der Loser hatte keine Chance. Ich meine, sieh mich an. Ja. Weiche den Angriffen deiner Gegner mit dem Ausweichen-Move aus und benutze den Schnell-Batwang, um die Tarngefolgsmänner zu betäuben. Zu betäuben? Kann er betäuben? Ich glaube nicht, dass da betäuben stand. Ich habe nicht weitergelesen. So, okay, wir benehmen uns jetzt, wir konzentrieren uns. Batwang, ausweichen, gegen die Wand stoßen lassen. Okay, wir haben uns treffen lassen. Das ist nicht schön. Dann denken zu blocken. Ich mach dich fertig! Gleich denker. So, ein Block. Und ein bisschen reiten. Bleib ihr schön stehen, Mensch. Oh. Bleiben die eigentlich irgendwann? Ja, okay, da ist gerade einer tatsächlich liegen geblieben auch. Na, hoppala. Und da kommt er wieder. Und wir konzentrieren uns mal schnell auf die anderen. So, das war ein direktes Ausschalten. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich das ja kann. So, zack. Schön ausgewichen, aber wieder nicht geblockt. Aua. Autsch. Lass dich treffen. Und... Hallo hier.
Da scheint zum Teil effektiver gegen die Gegner zu sein, wenn man nicht das Reiten macht, sondern einfach bloß sich in den Gegnern rumtreibt. Das Problem ist, dass ich zu doof bin zu blocken und deswegen dauernd dabei Schaden einfange. Nein, machst du nicht. Was auch immer du machen wolltest. Und er wirft. Der trifft. Oh, hier geht's ja lang. Aua. Tschüss. Los, komm her. Komm her. So, das war ganz rechtzeitig, überhaupt nicht knapp. Au! Aua! Tschüss! Ja, okay, das sieht sehr so aus, als würde er zusätzlichen Schaden bekommen. Das ist so. Okay, alles ist zu, bis auf diesen einen Weg. Dann gehen wir hier einfach lang. Wenn wir können. Können wir tatsächlich. Moment, wir müssen nur hier die Zwischenstufe freimachen. Sehr schön. Oh. Okay, ich glaube nicht, dass es als Zwischenstufe gemeint war jetzt mehr. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. So. Wie nennt man einen Detektiv, der erst die Hälfte der Aufgabe bewältigt hat? Verlierer? Ich konzentriere mich dann mal auf die Aufgabe, Eddie. Ich mache das nur so nebenbei. Außerdem, wenn man die Hälfte der Aufgaben gelöst hat, dann ist man doch auf einem guten Weg. Er sieht das viel zu kritisch. Fahrstuhl Gegengewicht. Strukturell schwach, müsste nach einer kontrollierten Explosion einstürzen. Ich glaube, das ist als Hinweis zu verstehen. Und zack. Jetzt bewegen wir uns davon vorsichtig weg. Sehr schön. Wir machen den Weg frei. War für irgendeine Versicherung, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, welche. Also der Werbespruch. Da können wir wieder runterziehen. Maschenbetting macht so groß. Button-Mesh. Ja, Button-Mashing. So. Macht so einen großen Spaß. Ich denke, bevor wir hier den Gang weiterlaufen oder durch diese Tür da gehen, beende ich mal die Folge. Wir sind ja schon fast bei der Maximalgrenze, bei der Obergrenze. CSU approved. Also, wir sehen uns. Lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.